Bereits seit 1920 gibt es die Geschäftsstelle Bruck im Pinzgau. Laufend wurde hier ausgebaut und umgebaut. Das aktuelle Bürogebäude wurde 2003 in Betrieb genommen, anlässlich der Zusammenlegung der beiden Geschäftsstellen Bruck und Saalfelden. Also in der Geschäftsstelle gibt es natürlich die Salzburg Netz GmbH, die sich damit beschäftigt, eben die Netze zu bauen, zu errichten, instand zu halten und eben die ganzen Kundenanschlüsse zu errichten, damit unsere Kunden eben versorgt werden können. Produkte haben wir ja neben Strom auch noch Gas, Fernwärme und die ganzen Telekom-Produkte. Also sprich über das Koaxnetz bzw. über das Lichtwellenleiternetz versorgen wir unsere Kunden mit Kabel-TV, Internet und Telefonie. Aktuell wird hier in Bruck wieder ordentlich umgebaut. Ja, wir sind gerade dabei, eigentlich das komplette Gebäude umzubauen und auch die Außenanlagen neu zu gestalten. Sinn und Zweck des Ganzen ist, den Kundennutzen zu erhöhen. Sprich, dafür bauen wir einen neuen Infopoint, damit der Kunde uns noch besser erreichen kann. Wir gestalten die Parkplätze neu und den ganzen Zugangsbereich, damit wir noch besser erreichbar sind. Bei der Neugestaltung wird natürlich auch auf energieeffiziente und nachhaltige Lösungen gesetzt. Sprich, wir tauschen Fenster aus, wir verbessern die Wärmeisolierung und wir haben im Bereich unserer Parkplätze einen PV-Zaun errichtet. Damit können wir die ebenfalls geplanten Ladestationen für Elektroautos zum Teil schon mit umweltfreundlicher Energie versorgen. Und auch eine Schnellladestation für unsere Kunden ist geplant und wird errichtet. Also wir machen für eine ganze Reihe bei diesen Parkplätzen E-Ladestationen. Damit können wir ca. 20 Autos elektrisch laden dann. Aktuell arbeiten rund 75 Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen in der Geschäftsstelle Bruck. Auch für sie soll die Arbeit in Zukunft noch angenehmer gestaltet werden. In den neuen Büros finden sich höhenverstellbare Schreibtische, moderne Möbel und ein Raumkonzept, das die Kommunikation verbessern soll. Nachdem wir ja den Bürobetrieb aufrechterhalten müssen, werden die Arbeiten abschnittsweise durchgeführt. Wir sind jetzt gerade dabei, erste Büros fertigzustellen. Sobald diese Büros fertig sind, können dann Mitarbeiter die neuen Büros bereits beziehen und dann können wir den nächsten Abschnitt beginnen. Der Sinn und Zweck dieser Umbauten bei uns ist, dass das Zusammenarbeiten der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter entlang der Prozesskette verbessert wird. Dazu rücken wir die Mitarbeiter, die eng zusammenarbeiten, auch räumlich eng zueinander und wir errichten Begegnungszonen, richten neue Besprechungsräume mit neuesten technischen Möglichkeiten ein. Bis Weihnachten 2021 sollen die Arbeiten hier in Bruck abgeschlossen sein und die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sowie Kundinnen und Kunden dürfen sich über eine nachhaltige, energieeffiziente und topmoderne Geschäftsstelle freuen.